Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pete's Meat kocht. Heute ist die Folge unter anderem mit dem ärmsten Hund der Welt. Da. Sieht auch ein bisschen lustig aus. Emma hat einen kleinen Cut über dem Auge, die wurde da operiert, alles gut verlaufen, ist so alles nicht, aber die muss dieses Ding tragen. Essen ist übrigens auch nicht drin, die hat auch was in den Zähnen gemacht bekommen. Also, heute gibt's leider nichts für dich. Aber egal, dafür gibt's umso mehr für mich. Heute haben wir wieder keine Ahnung, was denn das Rezept sein wird, außer der Jay. Denn wir kochen mal wieder zusammen mit HelloFresh, die wieder einmal Partner und Sponsor dieser Folge sind. Da oben steht vielleicht Werbung? Oder vielleicht da oben steht Werbung? Gesponsert von unserem wunderschönen und charmanten Partner HelloFresh. Ihr wisst es, wie es wieder läuft, oder vielleicht habt ihr die anderen Folgen auch schon gesehen. Es ist wieder so, dass einer von uns ein Rezept aussuchen kann und das nach HelloFresh nachkocht. Und die anderen Jungs müssen versuchen, daraus aus den Zutaten, die auch von HelloFresh geliefert wurden, etwas zu zaubern. Sie kennen allerdings das Rezept nicht. Heute kochen wir Hackfleischbällchen in Senfsoße mit buntem Gemüsereis. Die Frage ist, was ist HelloFresh überhaupt? Für die, die es noch gar nicht kennen, das ist ein sehr cooler Service, wo man Kochboxen nach Hause geliefert bekommt, wo schon das Rezept und alle Zutaten dabei sind und man dann sozusagen nur noch frisch zubereiten muss. Also der ganze Stress vom Einkaufen und sich Rezepte überlegen fällt weg. Und das ist ganz cool. Hani und ich nutzen das auch außerhalb dieser Kooperation, um zum Beispiel neue Ideen zu bekommen für vegetarische oder vegane Sachen. Die gibt es da nämlich, aber Omnivore mit Fleisch und Fisch gibt es da genauso. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen, nur gerade was vegetarische oder vegane Sachen angeht, haben wir einfach noch nicht so eine Liste von Sachen, die man machen kann. Ich habe mittlerweile so viele. Also das koche ich dann jetzt die Tage. Gobi Masala, indisches Curry mit Blumenkohl, also es ist sehr, vielfältig. Letztes Mal habe ich mir Seehecht mit Tomaten-Zucchini-Gemüse geholt. Ich sammle die auch mittlerweile alle, dann kann man die im Zweifel nochmal nachkochen. Wenn ihr mal eine Woche im Urlaub seid oder wie auch immer, könnt ihr sagen, okay, ich pausiere das dieses Mal, das Abonnement quasi dann für eine Woche oder zwei. Und dann könnt ihr dann nach dem Urlaub dann wieder ganz entspannt euch weiter bekochen. Nicht bekochen lassen, sondern beschicken lassen mit leckeren Sachen. Und kochen müsst ihr noch selber. Was ich sehr, sehr cool finde, ist, du kriegst das ja, wie gesagt, in einer großen Box angeliefert. Und die muss ja dementsprechend auch gekühlt werden. Und du hast hier quasi so ein Kissen zu kühlenden Sachen quasi drin sind. Das kannst du komplett in den Papiermüll werfen, dieses Kissen. Oder du kannst damit schlafen, je nachdem, wie du das halt möchtest. Und in diesen Kissen sind noch so Kühlpads drin. Die sind komplett recycelt und kannst du im Zweifel halt auch dann für deine Blumen benutzen. Oder so, halt, logischerweise ist da Kühlwasser drin. Die recycelten Verpackungen und die klimaneutralen Lieferungen sind halt schon ganz nice, muss ich sagen. Je nachdem, wie ihr quasi eure Portionen oder Menge aufteilt und welche Gerichte ihr euch bestellt, kostet eine Portion nur ab 2,33 Euro, was ehrlich gesagt schon fast an einer Mensa gleicht. Wenn ihr also Bock habt, ja, und Neukunde seid, dann haben wir einen Code für euch, nämlich HFPETE. Da bekommt ihr auf eure ersten 4 Boxen bis zu 90 Euro als Rabatt und inklusive der ersten Box, die wird kostenfrei geliefert, so nicht lieferfrei, kostenfrei geliefert, was sehr, sehr nice ist. In der Schweiz sind es 140 Schweizer Franken auf die ersten 4 Boxen. Alles in der unten nochmal für euch zusammengefasst in der Videobeschreibung, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch da die Rezepte anschauen und vielleicht ist auch was bei euch da und vielleicht hat euch das ja interessiert. Jay hat ein Gericht ausgesucht, bei dem wir haben einen Kräutermix bestehend aus Schnittlauch und Petersilie, Semmelbrösel, Hackfleisch, eine Lauchstange oder Porree, Möhre, Rinderbrühe, Cooking Cream, mittelscharfer Senf, Basmati-Reis, Zwiebel, Honig ist, war da nicht drin, das ist noch der Gute vom Naturerlebnishof, wo wir unser Pfadfinderlager hatten, hat Hanni hier hingestellt, weil das bei den Zutaten dabei stand, von den Sachen, die man benutzen darf. Aber mit dabei war noch körniger Senf. Hier da hinten Salz, Pfeffer und Öl sind auch noch Sachen, die man benutzen darf. Ich hätte nämlich gesagt, wir machen aus dem Hackfleisch irgendwie so gesemmelbröselte Frikadellen.
Da würde auch der Senf zu passen. Aber dann bliebe über die Rinderbrühe und der Basmati-Reis. Okay, das können wir da drin kochen. Aber was mache ich denn hier mit dem Senf? Kommt das hier mit rein? Digga, weißt du was? Wir probieren heute mal richtig was aus. Honig in Frikadellen. Das ist ja wohl prädestiniert für geile Frikos. Und wenn ich dann auch noch Semmelbrösel sehe, mega. Und Senf, auch mega. Wobei Senf, glaube ich, doch eher zum Dippen von den... Tun wir Senf da rein? Vielleicht tun wir auch Senf da rein. Aber das ist, glaube ich, eher zum Dippen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Und dann natürlich Zwiebel. Ja, mega. Also wir haben auf jeden Fall Friko. Ein Ei fehlt mir hier noch. Kann ich Friko auch ohne Ei machen? Aber das funktioniert auch so. Neben Friko können wir so eine leckere Soße zu dem Reis machen aus Möhre und... Ja, einem richtig leckeren Porree. Also irgendwie, ein Laserschwert könnte ich mir bei mir auch schon vorstellen. Und dann haben wir einmal die Soße mit dem Gemüse. Das können wir einkochen. Die Kräuter kommen auch in die Soße. Ja. Wenn ich Semmelbrösel und Hackfleisch sehe, denke ich automatisch immer an Frikadellen. Ich mache Hackfleischbällchen in der Pfanne, brate die, hole die irgendwann raus und in dem Sud, der noch da ist, in dem Fett quasi, brate ich das Gemüse an. Da lösche ich das ab mit diesem Sahneding, packe da die Rinderbrühe und Senf und Honig rein, um sozusagen daraus so eine cremige Gemüsebeilage zu machen. Und dann den Reis machen wir einfach so. Also Basmati-Reis, den müssen wir bestimmt kochen, deswegen fangen wir damit an. Ja, und dann gucken wir mal, wie viel Reis das denn ist, weil ich mache immer halt einen soliden Cup voll mit Reis. Ja, einen guten Cup voll. Wir haben jetzt ungefähr, pass auf, so viel Reis, so bis da ungefähr haben wir Reis. Das heißt, ich mache jetzt so viel Wasser rein, bis der Reis plus so meine Fingerkuppe dran ist. Das ist jetzt unerwartet Kacke. Wenn der Reis schwimmt. Ja, das hier wird echt ein Experiment. Also Honig-Senf-Frikadellen habe ich so auch noch nicht gegessen. Mit Semmelbröseln drin. Hackfleisch. Die Semmelbrösel. Mann, das hätte ich besser aufmachen können. Bin ich early. So, und den körnigen Senf. Also das ist ehrlicherweise von mir aus ein Experiment. Aber ich dachte mir, der körnige Senf kann nicht in das gleiche kommen wie der mittelscharfe Senf. Und da ich mit dem mittelscharfen Senf was Honig-Senf-mäßiges machen will, muss das jetzt halt mal hier mit reinkommen in unsere Hackfleischbällchen, ne? Ja, und die Kräuter will ich da eigentlich noch reinpacken. Die Kräuter. Fangen wir an mit Schritt 1 und zwar erhitze reichlich Wasser im Wasserkocher. Das sind 300 Milliliter, um genau zu sein. Das machen wir schon mal. Müssen wir unsere Karotte schälen. Das raspeln wir. Und zwar am besten, kann ich das da alles schon reinpacken? Mega smart. Ah, alles immer total safe hier. Ha! Ich glaube, den Porree muss ich auch in den Topf packen. Irgendwie habe ich das unterschätzt mit der Menge. Aber steht ja auch im Rezept einen großen Topf. So, dann die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Guck mal, Sammy, was hältst du vom Zwiebelschneider? Okay, Sammy hat eher Angst vom Zwiebelschneider, ist nicht so wie bei Emma. So, das hat funktioniert. Sehr klein geschnitten. Scheiße, es zerfällt. Ich dachte, ich könnte mal irgendwas hier angeben und coole Skills zeigen, aber das kann irgendwie nur Peter. Frau Eieruhr mag auch gar nicht so gerne Zwiebeln, keine Ahnung warum. Aber das fällt ja immer auf, wenn da Zwiebeln drin sind. Deswegen muss man die immer super klein hacken, damit das der nicht auffällt. Ich lasse mich kurz scheiden. Kurz bin ich wieder frei, Leute, für alle, die jetzt den Moment nutzen wollen. Diese 2 Minuten. Dazu kommt ein bisschen mittelscharfer Senf. Achso, warte mal, Salz und Pfeffer. Oh, damit. Jay hat uns extra gesagt, was wir dürfen und was nicht. Da, was dürfen wir? Öl, Salz, Pfeffer, Wasser, Butter, Honig. Honig? Soll ich jetzt hier Honig reinmachen oder was? Eine Honig-Friko? Ach komm, weißt du was? Das ist für die süßeste Versuchung, seit es Hackfleisch gibt, Freunde. Ich glaube, ich pack die Petersilie mit in unsere Fleischbällchen. Hier hinten die Dinger, ich habe gerade den übelsten Brainfart. Schnittlauch, genau. Nehme ich, um nachher drüber zu träufeln, die Bumsen hier. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So, wir nehmen einfach eine große Frikadelle. Würdet ihr für solche Arbeiten eigentlich euren Ehering ausziehen? Peter sagt nein. Also zumindest denke ich mir das, weil ich esse immer super gerne Oh, da ist gerade das Objektiv abgefallen. Boah, Sammy, das war mega knapp, das war direkt neben dir. Aua!
Das ist objektiv abgefallen. Und ein bisschen Katze klebt auch dran. Vielleicht hat Sammy doch getroffen. Haben wir jetzt eine Macke in der Fliese? Die Nina bringt mich um. Nee, das ist Dreck. Okay, das ist Dreck. Ja, dann seht ihr mich halt nicht so fischaugig. Dann muss ich halt die Kamera ein bisschen weiter wegstellen. Geht auch. Ach du Kacke, das sind ja richtig viele Semmelbrösel. Ich hab vergessen, das Hackfleisch zu salzen. Jetzt müssen wir noch die Petersilie klein machen. Jetzt nehmen wir den heißen Topf, nehmen das Wasser rein, die 300 Milliliter, die ich abgerechnet habe. Dann kommt der Reis da rein und das wird leicht gesalzen. Dann geht das damit in den zum Kochen. Und zwar 10 Minuten abgedeckt köcheln lassen. Ich habe nie verstanden, warum man hiervon meistens, also ne, benutzen Sie nur den grünen Teil, benutzen Sie nur den weißen Teil. Warum? Ich würde sagen, auf zur Pfanne. Einmal das Gemüse schon mal so ein bisschen anbraten. Oh, das ist ja ganz schön viel. Ich habe mir das irgendwie nicht so ganz so gut durchdacht. So, da blubbert schon, da blubbert schon, da blubbert schon. Dann machen wir einmal Wasser. Und dann würde ich sagen, tun wir das hier zu unseren gerade anbrennenden Gemüsesachen. Was wir jetzt noch machen können, während die Pfanne heiß wird, ist unser Gemüse vorzubereiten. So, alles, was jetzt noch folgt, ist quasi kochen, wa? Oder wie die Profiköche sagen, wichsen. Aber sowas machen wir natürlich nicht. Ist ja wohl klar. Danach kommen die Karotten noch dazu. Abgelöscht wird das mit der Rinderbrühe. Bevor dann die Senfkörner mit der Sahne dazukommen. Ah ja, der Schnittlauch, muss ich Schnittlauch hacken. Oh. Und dazu gesellt sich jetzt die Das passiert mir sonst nicht. Schritt Nummer 3 ist die Soße vorbereiten. In einem hohen Rührgefäß ist dieses hier, dieser Messbecher, müssen wir 50 Milliliter Wasser. Mach ich schon mal das Wasser fertig. Die Sahne. So. Die Rinderbrühe muss da noch rein. Den körnigen Senf. Wir haben zwei Senfsorten. Also den körnigen da reinschmissen. Ein Teelöffel Honig. Gucken, wie ich den da noch rausgequetscht kriege. Honig ist auch sehr, sehr lecker. Das gut verrühren, dass keine Klümpchen drin sind. Seid ihr eher so die Groß-Frico oder seid ihr eher so Mini-Frico? So nium, 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 nium. Aber egal, was für ein Frico-Typ ihr seid, ihr solltet auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken, denn da gibt es einen Link zu HelloFresh, die richtig unter anderem so tolle Gerichte im Sortiment haben. Und mit dem Code HFPete, der auch schon in dem Link mit drin ist, könnt ihr richtig satt sparen auf eure ersten Boxen. Also da gerne mal reinklicken. Julius macht im Moment auch immer kleine Fladen, weil wir... Kennt ihr das Buch vom Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde? Ja? Das liest er im Moment total gerne zum Einschlafen. Und seitdem machen wir jetzt auch immer Fladen, weil da halt eine Kuh Fladen macht. Da werden die unterschiedlichen Arten von Kacke erklärt. Wir machen schon mal die Sahne rein. Oh Gott, das ist ja richtige... Ach du Schande. Ja, das lassen wir jetzt noch mal so ein bisschen köcheln. Und wir können die Frikos reinmachen. Also ich finde, das Süppchen sieht da hervorragend aus. Punkt Nummer 4 ist in einer großen Schüssel jetzt das alles vermengen. Und zwar noch das Hackfleisch rein. Die Zwiebeln sind schon drin. Jawohl, Frau Eieruhr ist back. Wuhu. Ja, perfekt, wenn man den Finger genau davor hält, wo ich die Sachen reinpacken will. Werdet ihr auch so unterdrückt? Das ist doch nicht unterdrücken. 25 unterdrückte Gramm Senf. Ja, dann kommt da noch der Senf rein. Nicht zu viel. Auf gar keinen Fall. Ich sehe gar kein Hackfleisch mehr, ich sehe nur noch Zwiebeln. Da muss ich 12 Bällchen rausformen, okay. Und dann wird das in einer großen Pfanne bei hoher Hitze erwärmt und die Hackbällchen rundherum scharf angebraten. Anschließend das Hackbällchen aus der Pfanne nehmen und das Fett abgießen. Ich, Oberdun, ich habe komplett vergessen, mein Frikadellenbret zu würzen. So eine Scheiße. Tanzt du gerade im Hintergrund? Du bist so kamerageil, weißt du das? Twerk jetzt nicht. Nein, bitte nicht twerken, weil das wird auf jeden Fall reingeschnitten. Nee, dass meine Frau twerken im Internet zu sehen ist. Außer du möchtest das natürlich. Nein. Ja, okay. Denke mal, die sind dann soweit. Kommt jetzt das Gemüse drüber. Okay, dann haben wir mal den Reis hierbei. So. Oh, meine Soße. Ach du Schande. Ja, Soße. Weiß ich nicht, ob man das noch so nennen kann, aber egal. Oder mache ich halb-halb. Ich mache hier so ein bisschen rein. So. Also sieht erstmal gut aus. Okay, machen wir mehr rein.
Und nachher noch ein bisschen, wir lassen noch ein bisschen übrig, zur Deko noch ein bisschen oben drüber. Und schon mal volle Pulle an. Das sieht schon mal sehr, sehr geil aus. Also, 2 bis 3 Minuten rundherum scharf anbraten. Ah, da langsam kommt die Farbe. Hallo. Ich glaube, ich mach sie mal zur Seite. Ha! Aua! Boah, explodiert doch nicht. Next Step. So, das gehört jetzt einmal aufgekocht oder tut es sogar schon relativ fix. Pfanne ausgewählt, angebratene Hackbällchen zur Soße geben, Hitze reduzieren und alles 5 bis 8 Minuten gar ziehen lassen. Okay, ich würde jetzt wahrscheinlich die Honig-Senf-Emulsion einmal vormixen, vielleicht sogar mit der Sahne. Also irgendwie klingt das falsch. Ich glaube fast, dass ich hier zu viel ineinander würfel. Aber ich versuche jetzt daraus was Gesamtes zu machen. Rinderbrühe, ach Quatsch, Rinderbrühe, was ist es denn noch? Doch, ist Rinderbrühe. Und wir löschen das Ganze jetzt hier mit unserer Mische ab. Dann packe ich den Reis jetzt einfach schon mal mit in unsere Soße, damit es schön schlotzig wird. Und dann machen wir das aus. Nehmen wir eine ordentliche Menge Reis. Darauf geben wir unsere wunderschönen Frikadellen. Und darüber wiederum Schnittlauch. Das Abendessen ist bereit. Freunde, kommen wir zum Probieren. Leider ist das Essen hier so runtergerutscht. Dann sage ich, ich habe noch das Beste vergessen. Den guten Schnittlauch. Okay, also da das Wohnzimmer aktuell so besetzt ist wie ganz Gallien von den Römern, esse ich heute in der Küche. Das ist es geworden. Schaut euch mal an, wie gut das aussieht. Das ist ja mega gut geworden. Ich war noch sehr skeptisch, was die Soße angeht, aber was ein paar Kräuter obendrauf so alles anrichten können. Und auch so, es riecht echt gut. Ich habe nach dem Anrichten nochmal drauf geschippt, ehrlicherweise, auf die Teller. Damit wir nicht nochmal nachholen müssen. Ich habe jetzt einfach alles auf die Teller geknallt. Oh Gott, das wird ein schlimmer Essen. Wir essen mal auch. Dann probieren wir mal. Erstmal Reis mit Soße. Finde die Idee geil mit den Karotten und dem Porree da drin. Sehr lecker. Und jetzt das Hackbällchen. Geil. Es ist sehr senfig. Also Senf in den Frikadellen, Senfkörner in der Soße. Durch sind sie auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Die sind geil. Teilweise ein bisschen knusprig da, wo die Semmelbrösel sind. Oh Gott. Das ist lecker. Okay, dann probieren wir mal den Reis mit dem Porree und den Karottchen. Ich esse mal auf. Der Akku ist auch gerade alle. Wir haben ja noch den Senf. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also der Senf ist doch perfekt dafür, oder? Okay, die Frikadelle ist schon mal mega geworden vom Fleisch. Und sie fällt auch überhaupt nicht auseinander. Also... Ui. Okay, der Senf ballert. Wir machen aber auch einmal ohne Senf. Weil ich glaube, die Frikadelle an sich ist schon mega geworden. Oh ja, die Frikadelle ist mega. Wir probieren das mal. Also ich bin ein Freund, jetzt müssen alle weggucken. Ich bin ein Freund der Zermatscher. Okay, mega. Lass mal probieren. Mit Porree und Möhre. Lecker. Mir fällt gerade auf, ich bin ja noch frei, Leute. Also das war verdammt lecker. Also, ich gebe zu, mein Highlight waren die Frikadellen. Die waren so geil. Die hatten so geile Röststoffe. Der Reis aber auch richtig lecker. Konnte man sich reinlegen, sagt man so schön. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Ich habe aufgegessen. Bisschen ist noch in der Pfanne. Es war nicht groß aufwendig. Ne? Kompliziert. Das ist aber was Gutes. Denn das, was ich hier gekocht habe, das da, da ist noch was von übrig, da freue ich mich gleich schon wieder drauf, oder beziehungsweise nachher oder morgen, kann ich mir sehr gut vorstellen, eigentlich immer so zu essen. Egal wie das Rezept aussieht, das war unfassbar lecker. Die Semmelbrösel, die sind vielleicht ein bisschen untergegangen. Ob man die da anders benutzen sollte, weiß ich nicht. Aber das ist eine 9 von 10. Also jetzt nicht der Oberschritt irgendwie? Also irgendwas fehlt mir so gewürztechnisch, ist ein bisschen laff. Aber hier fehlt definitiv noch irgendwie ein bisschen mehr Geschmack. Oder ich hätte vielleicht ein bisschen mehr abschmecken sollen. Aber die Frikadellen sind geil geworden.
Ich würde den Frikadellen eine 8 geben, aber meinem Laffen-Gedöns hier, alles lecker, man kann es essen. Das ist für mich eher, 6 ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen, eine 5,5. Also kommen wir summa summarum, da ja die Frikadellen halt das Wichtige sind, kommen wir auf 7 Punkte, runden wir auf. Schwache 7 Punkte, leider. Das ist echt ein einfaches Gericht, was echt lecker ist. Das bekommt, gerade weil es so einfach ist, von mir definitiv 8,5 Punkte. Das ist sehr lecker, richtig geil. Also, na. So, jetzt interessiert mich natürlich aber, was denn das eigentliche Gericht war. Oh Gott. Hackbällchen in Senfsoße. Also ich bin nicht so weit weg. Es sieht auch optisch fast so aus wie das Gericht von HelloFresh, was eigentlich gedacht war. Aber ich verstehe, hier in dem Rezept wird halt das auch abgewertet. Ich glaube, die Frikadellen werden gar nicht so viel anders schmecken. Aber wenn ich hier eine 8 habe und hier eine 5,5 und das wird auch eine 8, dann habe ich natürlich direkt ein Premium-Essen. Und das hätte es sein können. Aber ja, das könnt ihr haben, wenn ihr bei HelloFresh den Code HFPEAT, ganz alles groß geschrieben, steht aber auch in der Videobeschreibung und eingeblendet, benutzt. Und ich freue mich jetzt in den nächsten Tagen noch an Gobi Masala, indisches Curry mit Blumenkohl. Ja, ich würde sagen, Jay, was waren denn deine letzten Worte heute? Bin sehr gespannt, was die Jungs gemacht haben. HFPEAT ist der Code. Unten in der Videobeschreibung steht nochmal alles drin, auch der Code und was ihr machen müsst. Und Brammen, hau rein. Oh, Dennis ist gar nicht da. Oh, fuck. Okay, Schweigeminute. Halbe Minute reicht auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.